So, Destiny Fireteam Hosenlose Freiheit ist soweit vollständig. Wenn ich das richtig sehe, wie ihr alle wisst, dürfen auf Missionen nur bis zu 3 Leute in einem Team los. Und heute wollten wir mal abchecken, wer mit wem darf. Ah, Außerdem hat ist Holger immer noch da. nicht seinen Download-Code fürs Hallo. Spiel bekommen. Und wir müssen jetzt mal klären, wer sich mit Holger einen Code teilen wird. Code hin oder her, mich würde mal interessieren, ob ihr so lange runtergeladen habt, wie ich es getan habe. Das kann nur nicht die Möglichkeit sein. Skandal ist das. Mensch, so geht es wirklich nicht. Ich sehe das Problem ja vielmehr dabei, dass mir das letzte Mal keiner geholfen hat, als die Codes für Hearthstone verteilt wurden und ich keinen erwischt habe. Deswegen habe ich heute keine Lust, irgendjemandem zu helfen und warte dann einfach in der Community Hub auf euch, ihr doofen Bananenärschdödel. Leute, wir müssen dem Holger doch helfen. Der hat Skills wie ein Panther, schießt wie ein Knödel, also im allerbesten Sinne. Und Köpfchen hat er auch noch. Das heißt, wir müssen dann bei der Story gar nicht mehr zuhören, weil es der Holger eh für uns erklärt. Ja, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich habe endlich alle Karten fürs Jägerdeck freigeschalten. Und jetzt fangt ihr schon wieder mit einem neuen Spiel an. Habt ihr denn keine Freunde oder Jobs oder einen Hund oder sowas? Können wir jetzt nicht noch jemanden finden, der Holger seinen Kegel? So, jetzt erzähle ich euch mal, wie wir das machen. So ein Code hat 3x4 Buchstaben und Zahlen. Warum kaufen wir uns nicht ein paar Tüten Chips, Bier und setzen uns ein Wochenende lang vor den Bildschirm und mobieren so lange rum, bis wir auf einen funktionierenden Key gekommen sind? Hat die eigentlich gerade irgendwo eine Straße verlegt oder wieso hat die diesen fiesen kleinen Kittel an? Also ich habe beim Runterladen alles ausgemacht, damit es schneller geht. Steam, E-Mails, Amazon, sogar ICQ. Ihr schreibt doch eh kein Mensch. Und wenn dann aus Versehen, du Hirsch.